kümmerliche Vorstellung. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich viel zu viel gesoffen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Meine Rüstung? Wo ist sie? Ich kann doch nicht nackt rumlaufen. Doch. Das hier ist der Naked Run. Der was? Der Gothic 2 Naked Run. Diesmal mit Geralt von Riva. Hallo, ich bin Geralt und ich bin auch dabei, Papa. Neulich habe ich Gothic 1 als nackter Nahkämpfer mit Zweihandwaffen durchgespielt. Und das gleiche wollte ich dann auch bei Gothic 2 versuchen. Na, das kann ja was werden. Moment mal, ich kenne dich doch. Bist du nicht dieser Adanos? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Adanos wurde von Banditen überfallen, also sind wir erstmal Banditenjagen gegangen. Das hast du verdient, Mistkerl. Darf ich vorstellen? Der Gott des Gleichgewichts. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Das habe ich ja auch schon genommen. Naja, egal. So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Adanos hatte seine Rache bekommen und ich bin weitergezogen. Außerdem wurde ich Zeuge eines grausamen Schauspiels. Ein Wolf, der einfach nur ein bisschen Fangen mit den Schafen spielen wollte, wurde von den Bauern niedergestreckt. Was für eine grausame Welt. Kein Mistvieh weniger. Da ich Angst vor diesen blutrünstigen Bauern hatte, raubte ich sie nur schnell aus und verließ den Hof. Psst. Hey du, komm mal her. Deine Klamotten gehen gar nicht. Zieh das hier an. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Als die verwegene Gestalt vom Straßenrand neue Klamotten hatte, ging's in die Stadt. Aufmerksame Wachen hier. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos. Und dieser Diener des Adanos schickte mich zu einem alten Bekannten. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Bist du bis hierher geschwommen? Ich kam nicht aus dem Wasser. Aber du trägst doch eine Badehose. Bring mir was bei. Meine ersten Lernpunkte investierte ich natürlich in Stärke. Gut, deine Stärke hat zugenommen. Deine Mutter auch. Laris und ich wollen einen Spaziergang machen. Besorg mal Ersatz. Gut, in dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Laris führte mich zu den anderen Adanos-Dienern. Und unterwegs kloppte er für mich allerlei Viehzeug kaputt. Gut machst du das. Und irgendwann kamen wir auch bei der Ausgrabungsstätte der Adanos-Gläubigen an. Also man könnte jetzt vermuten, dass ich den Schattenläufer extra angelockt habe. Aber sowas würde ich ja nie tun. Hör auf, hier rumzualbern. Bring das Ornament zu Saturas. Mit einer Spitzhacke gegen untote Goblins zu kämpfen, stand jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste. Glücklicherweise half mir dieser Wassermagier hier mit seinen Feuerzaubern aus. Ein Mist wie weniger. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. Ich bin aber Hexe. Ach, und du glaubst, damit wäre das erledigt? In diesen Gewölben waren viele freundliche Magier und sie gaben mir den Auftrag, einige Ornamentteile für sie zu finden. Dass ich auch immer jeden wilden Auftrag annehmen muss. Lass mal in den Wald gehen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Laris erledigte mal wieder die ganze Arbeit und ich schaute zu. So macht Aufträge erfüllen Spaß. Den Rest wirst du hoffentlich alleine schaffen. Im Anschluss ging's zurück zur Stadt, wo ich mir bei der Miliz ein bisschen Schwertkampf beibringen ließ. Die eine Händlerin da war böse. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Hast du dafür Beweise? Nee, ein anderer Händler hat das gesagt. Damit wird sie nicht durchkommen. Ich werde sie verhaften lassen. Gut gemacht. Sarah ist dort, wo sie hingehört. Ich möchte spenden.
Nachdem ich dem ehrenwerten Händler am Marktplatz geholfen hatte, spendete ich noch 20 mal 50 Goldstücke an Innos und er schenkte mir ganz viel Lebensenergie. Danach erledigte ich ganz viel Zeugs für die Meister in der Unterstadt, bis mich der Schmied als Lehrling aufnahm. Kann ich jetzt bei dir als Lehrling anfangen, oder was? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht. Ich bin dabei. Gut. Ich werde dir beibringen, wie man ein ordentliches Schwert schmiedet. Fürs Erste waren die Angelegenheiten in der Stadt erledigt und es ging zu den Söldnern. Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Schon möglich. Ich bin Reral von Giva. So. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Ich bin ein starker Monsterjäger. Ha! Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Meinst du echte Orks? Etwa die Großen? Ich meine... Moment mal. Willst du mich verarschen? Nee, ich doch nicht. Du Wurm. Du willst es wohl wissen, hä? Dann zeig mir doch mal, was du drauf hast, du Held. Immer bereit. Na, dann komm mal her, Bürschchen. Schlecht. Gut, dass die Bauern hier in der Gegend so nett sind und mir bei der Ornamentsuche geholfen haben. Sie ruht sich nur aus. Kein Mist viel weniger. Auf dem Hof des Großbauern musste ich mir einen Namen machen, damit ich bei den Söldnern mitmachen kann. Und deshalb erledigte ich einige Aufträge. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Genauso widerlich wie dein Gesicht. Ein spannender Auftrag war zum Beispiel, dass ich diesem Söldner hier sein Schwert wegnahm und ihn damit verprügelte. Ich will mich den Söldnern anschließen. Was hältst du davon, mir erst mein Schwert zurückzugeben? Nicht viel, denn ich hatte jetzt endlich eine ansehnliche und brauchbare Waffe. Hier, hast du ein paar Dübel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme gehört dir. Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Wie kommst du da drauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das stimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Für einen der Söldner sollte ich dann noch die Banditen in der Nähe ausspionieren. Aber vorher habe ich erstmal ein paar Trolle kaputt gekloppt. Ich bin ja am Ende des Tages noch ein Monsterjäger. So sieht's aus. Monster zu töten, ja, das macht mir Spaß. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also... Hans-Peter. Tja, ich schätze, du kennst meinen Boss. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Nee. Deine Visage ist da drauf. Hans-Peters Banditenbande mochte mich nicht sonderlich und deshalb habe ich erstmal eine Massenschlägerei angefangen und nach alle Banditen fertig gemacht. Oben auf dem Turm kam es dann zum epischen Zweikampf mit Hans-Peter. Hans-Peter Dexter. Hans-Peter Dexter. Wer heißt denn so? Das war's für dich, Peter. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Cool. Kord denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Nice.
Seifer sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Rott will einfach nur sein Schwert wieder haben. Kann er vergessen. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Echt hat er. Raul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Egal. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Penner. Basta meinte, du wärst okay. Okay. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Alles glauben, was man hört. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Ja. Auch wenn Kort dabei etwas nachgeholfen hat. Meine Stimme hast du jedenfalls. Und du hast einige faire Duelle gewonnen. Viele der Söldner respektieren das. Die meisten Söldner sind für dich. Von unserer Seite aus kannst du jederzeit bei uns anfangen. Ja, und so wurde ich Söldner. In der Nähe der Stadt habe ich dann nochmal Adanos getroffen. Hey Adanos, ich bin jetzt Söldner. In Ordnung. Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Watras. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Lass mich durch. Ich bin Gegald von Viva. Na schön. Aber ich warne dich. Wenn du hier Ärger machst, wirst du keine Zeit mehr haben, es zu bereuen. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs. Lord Hagen gab mir einen weiteren Auftrag. Ich sollte seine Männer Minta besuchen. Aber ich hatte ja noch die Aufträge der Wassermagier. Und diese habe ich dann zuerst erfüllt. Ich war bei Hans-Peter. Was hast du herausgefunden? Ich erzählte Watras die ganze Geschichte und traf mich danach mit meinen Brüdern. So, mein junger Freund. Wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Ich habe jetzt alle Ornamentteile. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Das Ornament ist wieder zusammen. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Und so setzte ich den Ring ein und zeigte allen, wie gut ich schaffeln kann. Weg mit der Waffe! Gib mir einen Fokusstein. Na gut, aber pass gut darauf auf, hörst du? Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Hinter dem Portal war ein geheimnisvolles Land und hier sollte angeblich der Anführer von Hans-Peter sein. Aber um mehr über Hans-Peters Anführer herauszufinden, musste ich erstmal die Piraten aufsuchen. Ein Mistvieh weniger. Nach einer nicht ganz so erfolgreichen Jagd mit einem der Piraten bin ich dann auch irgendwann im Lager angekommen. Hier habe ich auch direkt neue Freunde gefunden. Nach einem freundschaftlichen Schaukämpfchen und dem unbefugten Betreten einer Hütte habe ich dann auch wieder den Mann getroffen, der den schlechten Modegeschmack erfunden hat. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich erklärte dem Mann, dass ich nur auf der Suche nach einer Toilette war und da hatte er natürlich sofort vollstes Verständnis. Ich kam dann weiterhin mit ihm ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass er einen neuen Anführer für seinen Entertrupp brauchte. Er wollte nämlich den Canyon entern. Und so enterte ich mit einer Truppe von Piraten den Canyon. Los, entern wir sie alle weg. Das war's. Der Canyon ist geentert. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. Der Piratenkapitän mit dem schlechten Modegeschmack hat mir zwar eine Banditenrüstung gegeben, damit ich das Banditenlager infiltrieren kann, aber leider habe ich mich ja für das Nacktsein entschieden und deshalb konnte ich sie nicht tragen. Plan B, schneller Hering! Aua! Aua! Hey, was willst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Die Banditen hier nehmen das sehr genau. Im Lager gilt 2G und deswegen kommt nicht jeder rein. Irgendwann ist es mir aber gelungen, die schweren Kontrollen zu umgehen. Und die letzte Wache ist eingeschlafen. Ich krieg dich noch!
Der Typ, der im Tempel auf mich lauerte, wurde dann nachher von seinen eigenen Leuten angegriffen. Ganz merkwürdiger Verein, diese Banditen. Es stellte sich heraus, dass der Anführer von Hans Peter sich im Tempel eingeschlossen hatte und ich musste den Schlüssel finden. Nach einem klärenden Gespräch mit den Wassermagiern und einer sehr erholsamen Nacht in einem sehr unbequemen Bett machte ich mich schnurstracks auf, um den alten Hausmeister des Banditenlagers aufzusuchen. Und unterwegs lernte ich die vielfältigen Bewohner dieses Landstriches kennen. Irgendwann fand ich die Absteige des ehemaligen Hausmeisters. Und nur dem schnellen Hering und meinen flinken Füßen hatte ich es zu verdanken, dass ich auch lebend dort ankam. Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Rück mal den Universalschlüssel raus, sonst gibt's Prügel vom Feinsten. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Cool, eine Sprachsteuerung. Als ich das Lösungswort für die Sprachsteuerung kannte, bin ich nochmal zum Piratenlager gelaufen und habe meine Zweihandfähigkeit verbessert. Du lernst schnell. Aus dir wird nochmal ein richtiger Pirat. Ja, und mit diesen fantastischen Charakterwerten bin ich dem Anführer von Hans Peter entgegengetreten. Liked. Jetzt das Video. Cooles Passwort. Im Anwesen des Anführers drückte ich Schalter. Ich besuchte den Vorraum vom Gäste-WC. Ich machte die Tanzfläche unsicher. Ich betätigte einen Hebel, dessen Funktion mir nicht bekannt war. Ich weckte alle Mitbewohner des Anführers auf. Und dann fand ich ihn, den legendären Anführer von Hans Peter. Hey. Seht, wer gekommen ist. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Ja, was soll ich sagen? Das Versprechen hat er eingehalten, ne? Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, was ich hier die ganze Zeit mache, ich habe aus Zufall bei meinen zahlreichen Kämpfen gegen Raven festgestellt, dass wenn man in die Wand läuft, dann gibt es Stellen, wo man stehen kann und Raven treffen kann, aber er kann einen nicht treffen. Und das habe ich mit meinem Low-Level-Charakter hier mal ziemlich ausgenutzt. Es hat natürlich trotzdem eine ganze Weile gedauert und ich habe meine ganzen Heiltränke verbraucht, aber es hat sich gelohnt. So konnte ich Raven früh besiegen. Und das nur im Nahkampf. Okay, was war das jetzt? Ja, und jetzt hatte ich noch ein kleines Problem und ich musste wieder nach unten kommen, weil ich irgendwie auf dem Raum drauf stand.
Ich habe dann mal versucht, Steuerung Alt F8 zu spammen. Und auf einmal war ich im Portalraum. Warum auch immer. Ja, Gothic ist ein Spiel voller Mysterien. Aber ich habe die Sache dankend angenommen und habe den Wassermagiern Bescheid gesagt. Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Hans-Peters Boss ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Die ganze Sache im geheimnisvollen Land war erledigt und ich konnte nun das Schwert von Hans-Peters Chef benutzen. Ich hatte endlich eine Waffe, die Schaden verursacht. Wurde auch Zeit, verdammt! Und mit meiner neuen Waffe habe ich dann so lange Käfer geplättet, bis ich nochmal ein Level up hatte. Der uralte Kampf. Mann gegen Käfer. Du bist schon besser geworden. Weiter so. Ich hatte zwar bisher nur 38 Stärke, aber dafür war ich jetzt schon Meister. Und meine Waffe hat ja 100 Schaden gemacht. Ganz passabel. Ich war dann nochmal in der Stadt und habe meinen ganzen Krimskrams verkauft. Dann habe ich noch einen Stärketrank für später und einige Heiltränke erworben. Und bei Erol habe ich mir noch das Amulett der Stärke gegönnt. Danach ging's dann ins Minental. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Ich bin Wewald von Diva. Ich schaffe das. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Und dann habe ich meine Kampffertigkeiten mal gegen einen Ork getestet. Und hier zeigte sich das Gothic 2 Kampfsystem mal wieder von seiner besten Seite. Ihr wisst ja, ich habe die Meisterhaltung mit über 60%. Und trotzdem habe ich ganze Zeit nicht einen kritischen Treffer gemacht. Das ist ganz schön frustrierend. Wem sagst du das? Aber wenn ich dann gekrittet habe, dann hat's guten Schaden gemacht. Und das wollte ich auch testen. Nachdem ich meine neuen Kampffertigkeiten ausgiebig getestet hatte, bin ich ins Minental gegangen. Ich sollte ja noch die Leute von dort Hagen treffen. Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Der Mann mit der Fellrüstung erzählte mir, dass Drachen die Burg angegriffen haben und dass einige Leute geflohen und gestorben sind. Und weil ich schaulustig war, bin ich dann direkt zur Burg aufgebrochen. Schneller Hering rettet mir mal wieder den Arsch. Alki sein hat auch Vorteile. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Zeig mir deine Ware, Ritter. Dieser nette Ritter verkaufte mir einen besseren Stärkegürtel. Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Unser Held aus der Barriere. Muss ich dich kennen? Du hast wohl eine Menge mitgemacht, was? Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Nee. Du hast tatsächlich viel vergessen, was? Halt! Wer bist du? Ich bin Herald von Giva, der große Hexerkrieger. Und ich will mit dem Hauptmann reden. Sofort! Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Bei Innos. Der Hauptmann der Burg gab mir einen neuen Auftrag. Ich sollte die Schürfstellen des Minentals aufsuchen. Und so streifte ich durchs Minental und suchte die Schürfstellen der Paladine. Und den Kammerjäger habe ich auch gespielt. Halt! Im Namen Innos. Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Wir arbeiten für den gleichen Boss. Seit wann heuert Lord Hagen Söldner an? Ich bin ein Hexer und erledige Aufträge gegen Geld. Das ist was ganz anderes. Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Hey, ich dachte, du wärst tot. Bist du nicht dieser Gorn? Naja, egal. Ich suche gerade Schürfstellen. Für wen machst du das? Ich arbeite für den, der am meisten zahlt. Wie sich herausstellte, musste ich nur eine der Schürfstellen aufsuchen. Und zu der bin ich dann noch aufgebrochen. Woher kommst du? Ich komme aus Geamoin. Sehr gut. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Langsam. Mein Auftrag ist, in Erfahrung zu bringen, warum ihr so faul seid. Hört zu. Ich weiß nicht, warum Garond mir einen Söldner schickt.
Aber er wird einen Grund haben. Doch bevor ich dich zurückschicke, wirst du einen Auftrag für mich erledigen. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Sag mir, warum du so faul bist. Ich bin es nicht gewohnt, mit Söldnern Geschäfte zu machen. Ich hasse das Gefeilsche um einen besseren Preis. Aber als Zeichen meines guten Willens zahle ich dir 100 Goldstücke, wenn du für mich arbeitest. Haben wir eine Abmachung? Egal, was ich sagte, der Ritter ignorierte mich konsequent. Und ich musste erst seinen blöden Auftrag erledigen, damit er mir sagt, warum er so faul ist. Die Eidechsen sind tot. Gute Arbeit. Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Sag mir jetzt endlich, was hier los ist. Richte Garond aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Deine Leute sind alle faul. Lord Hagen muss davon erfahren. Im Tal der faulen Männer war alles erledigt und ich bin zurück in die Heimat gereist. So einen Krach machen. Dummer Kapuzen-Heini. Hey, endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Was wollen diese blöden Kuttenpenner von mir? Der Feind hat erfahren, wer du wirklich bist und dass du das Auge Innos in deinen Besitz bringen willst. Xardas wusste offenbar mal wieder mehr als ich. Auge Innos? Der Feind? Keine Ahnung, wovon er geredet hat. Ich wollte doch nur ein bisschen Gold verdienen. Die Männer im Minental sind alle faul. Und es gibt wohl Drachen. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Gibt's was Neues? Das kann man wohl sagen. Die Paladiner haben Bennett, unseren Schmied, verhaftet. Du bist ein Mörder? Die Schweine haben mich eingelocht. Ich soll einen Paladin ermordet haben. Der Schmied ist kein Mörder. Woher weißt du das? Er hat gesagt, dass er unschuldig ist. Reicht das nicht? Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Nachdem ich Lord Hagen davon überzeugen konnte, einen Mörder freizulassen, bin ich zum Kloster gegangen. Aber ich hatte auch Hunger, deshalb gab's noch ein paar gegrillte Vögel. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Ich habe gefälschte Papiere. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyroka ist in der Kirche. Dein Kumpel Xardas sagt, du sollst mir das Auge Innos geben. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Einer der Novizen des Klosters ist durchgedreht und hat das Auge entwendet. Und ich musste es vom Feind zurückholen. Das bringt dir jetzt auch wenig, wenn ich dich töte. Auf meiner Suche nach den Feinden habe ich noch einen schwarzen Troll getroffen. Und den habe ich dann mal eben auch ausgeschaltet. Am Ende des Tages bin ich ja immer noch ein Monsterjäger. So ist es. Scheerald von Siva, der Hexer. Nicht nur der schwarze Troll hat mich abgelenkt, auch eine Grabeshöhle am Wegesrand. Und dort fand ich ein legendäres Schwert. Aber die untoten Ritter habe ich vorerst gemieden. Die sind selbst für einen ausgebildeten Hexer keine leichte Aufgabe. Da wir schon von keinen leichten Aufgaben sprechen, hier war noch eine. Einen von diesen komischen Kerlen konnte ich ja noch besiegen, aber 3 auf einmal? Keine Chance. Deswegen habe ich sie von ihrem komischen Schrein weggelockt und habe mir dann das komische Auge Innos geholt. Alles ein bisschen komisch. Das Auge Innos ist kaputt. Du Idiot, hast es ja auch runterfallen lassen. Pass doch mal besser auf. Nur Schwachköppe hier. Vatas kann das Auge wieder reparieren. Ah, gut. Wo ist er? Beim Steinkreis im Märchenwald. Geh da auch bitte hin. Ich musste noch Xardas Bescheid sagen, aber vorher hatte ich ihm noch versprochen, seine alte DVD-Sammlung von Sekob zurückzuholen. Diese kaputzen Kerle wollen die wohl auch haben. Können sie vergessen. Lass das doch sein. Mit Feuer spielt man nicht.
Das Auge ist repariert. Mach so eine Scheiße nicht nochmal. Geh jetzt die Drachen töten. Wir anderen ziehen einen durch. Der Wassermagier Vatras hat ja ziemlich klare Worte gewählt. Es war nun an der Zeit, die Drachen zu töten. Hexer töten eigentlich keine Drachen. Aber die Bezahlung ist diesmal echt gut. Bevor ich zum Sumpfdrachen aufgebrochen bin, musste ich jedoch diese kleine Orkenmeute hier loswerden. Die Drachenjäger halfen mir glücklicherweise dabei. Die zwei hilfsbereiten Drachenjäger schlossen sich meiner Jagd an und wir gingen zusammen zum Sumpfdrachen. Wehe dir, wenn du noch einen Schritt näher kommst. Der Kampf gegen den Sumpfdrachen war sehr einfach. Die Drachenjäger machten super Arbeit und ich musste fast gar nichts tun. Dann ging's zum Steindrachen und ich versuchte, alleine zu ihm zu kommen. Ich hab's immer noch drauf. Normalerweise kann man an der Stelle ja Gorn mitnehmen, um die ganzen Echsenkrieger zu besiegen. Aber ich habe nie mit den Drachenjägern am Anfang des Minentals gesprochen und deshalb war Gorn noch nicht an der Stelle, wo er normalerweise stehen würde. Dann dachte ich mir, ach, ich laufe einfach alleine zum Steindrachen. Was soll schon groß schief gehen? Die nette Harpienfrau hat mir geholfen, ha? Noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen. So mutig, doch so zerbrechlich. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Wenn man keine Rüstung trägt, dann bekommt man Brandschaden. Also kann ich nicht eine Attacke eines Drachen überleben. Und deshalb habe ich auch gar nicht mehr versucht, alleine gegen den Drachen zu kämpfen. Es ist eine Aufgabe der Unmöglichkeit. Ich kenne dich zwar nicht, aber wie wär's, wenn du jetzt für mich arbeitest? Hast du das nicht zu sagen? Warum nicht? Ich habe mir dann den guten Biff geschnappt. Wir sprechen uns noch! Und den habe ich dann sauer gemacht und er ist mir hinterhergelaufen, bis hin zum Steindrachen. Die ganze Gegend hier habe ich vorher schon von Viechern befreit. Und die ganze Aktion, bis er auch endlich mal hier war, hat eine Ewigkeit gedauert. Ja, da kommt Freude auf. Biff, du Lappen, beeil dich mal. Wir sprechen uns noch! Du hast da einen Drachen auf deinem Kopf. Ja, ja, Biff ist schon ein echtes Monster, wenn man ihm die Drachenschneide gibt. Ich habe mich dann von ihm verprügeln lassen und danach ging's ganz normal mit ihm weiter. Versuch das nicht nochmal, Bürschchen! Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei.
Was los? Steh schon auf, du Penner! Das war es wert, verdammt. Auf dem Weg zu den anderen Drachen habe ich mich vom Biff auch ordentlich powerleveln lassen. Ich sag's euch, gebt Biff eine Drachenschneide und er metzelt alles weg, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Zusammen prügelten wir uns bis zum Feuerdrachen hoch. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Erstens, ich bin Mutant. Und zweitens, Biff klopft dich jetzt kaputt. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Warum störst du meine Ruhe? Weil ich Drachen nicht mag. Drachen sind doof. Nimm das zurück. Nein, los, Biff. Wir hauen den Wurm um. Gute Arbeit, Biff. Alle Drachen sind tot. Ja, und ich stehe noch. Bist du dir sicher, dass es der letzte war? Vermutlich schon. Schade. Ich war gerade so schön in Fahrt. Alle Drachen sind tot. Alle? Alle. Sogar die Drachen. Und jetzt schieb mal die Kohle rüber. Meine ganzen Lernpunkte, die ich beim Töten der Drachen erhalten habe, habe ich dann in den Zweierkampf investiert. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Du bist schon besser geworden. Weiter so. Hey Opa, bring mir Alchemie bei. Sofort. Hast du bereits Erfahrung mit der Alchemie? Ich bin Alki. Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Ich stellte mir dann 8 Stärketränke her. Einen habe ich ja noch bei Zuchus gekauft und einen weiteren habe ich von Auric im Minental bekommen. Und noch einen weiteren kann man auf dem Schiff der Paladine finden. Die Lernpunkte, die ich noch über hatte, habe ich dann in Stärke investiert. Das darfst du keinem erzählen. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Nachdem ich mein Inventar auf den Kopf gestellt hatte und alles gefressen habe, was Stärke bringt, hatte ich 90 Stärkepunkte. Nicht die Welt, aber sollte ausreichen, um diesen Run zu beenden. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Und im Kellergewölbe des Klosters suchte ich nach Antworten für diese aussichtslose Situation. Ich muss sagen, ich habe sehr oft versucht, gegen diese Dämonen zu kämpfen, aber das Glück war hier wirklich nicht auf meiner Seite. Trotz 90% kritische Trefferchance habe ich irgendwie kaum kritische Treffer gemacht. Du hast es nicht anders gewollt! Also habe ich mal wieder den unsterblichen Captain Jorgen nach unten geholt. Er hat die Dämonen für mich abgelenkt und den letzten konnte ich dann besiegen. Warum kette ich nicht?
kann ich da mal dran. Danke. So. Bis dann, Jorn. Der böse Feind, den es noch zu besiegen galt, befand sich wohl auf einer Insel ganz in der Nähe. Also heuerte ich eine Crew an und suchte mir einen Captain. Und dafür musste ich diese Halunken noch aus dem Leuchtturm vertreiben. Du Halunke, du bist ein... Halunke! So, Kumpel, wir können in See stechen. Alles im Lot auf dem Boot, dann zeig ich woher deine Seekarte. Wir segelten mit der ganzen Truppe zur mysteriösen Insel. Und dort warteten einige Orks auf uns. Die habe ich natürlich alle zum Schiff gelockt. Wenn die Orks nicht gerade in großen Scharen aufgetreten sind, konnte ich sie natürlich auch alleine besiegen. Aber weil es Orks sind, waren sie natürlich meistens in einer großen Gruppe unterwegs. Und wer schmiedet jetzt Waffen? Die Schmiede ist zwar nicht die beste, aber ich denke, ich probiere sie mal aus. Übrigens, wenn jemand Geschicklichkeitstränke braucht, ich hätte da noch ein paar. Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ich beeil mich doch schon. Das ist nicht genug. Dann komm mit und jammer nicht. Das werde ich auch. Geh vor, mach schon. Ich habe Angar dann verprügelt und ihm die Drachenschneide gegeben. Und damit wird er, genau wie Biff zuvor, zur ultimativen Tötungsmaschine. Solange man Angar dabei hat und dafür sorgt, dass die Gegner einen selbst verfolgen und nicht ihn, hat man keine Probleme. Er wird nach und nach jeden Gegner besiegen. Bleib stehen, Mensch! Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. Siehst du, wer da hinten steht? Rambazamba Angar. Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Das war Biff, aber egal. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch, aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Oh.
dir, du Mistvieh! Hier habe ich dann mal wieder den Bogen benutzt, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, darüber zu kommen. Bei Magic Only Run haben mir ja viele Leute Methoden hingeschrieben, aber sich vom Drachen oder einem Golem rüberboxen lassen war hier auch keine Option. Und sich in ein Tier zu verwandeln, ist auch gegen die Regeln, also von daher spielt es keine Rolle. So, das war's mit dir, du Mistvieh! Ah, meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig! Ander sollte zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich gar nicht mehr mitkommen. Deswegen, wenn er nicht gerade im Kampf ist, wird er ständig rumnerven und einem erzählen, dass er Kopfschmerzen hat. Durch diese Phase muss man durch. Und die hört auf, wenn man bei Schattenlord Archol durch die Tür gegangen ist. Ja, wenn das keinen Spaß macht, dann weiß ich auch nicht. So, das war's mit dir, du Mistvieh! Ah, meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig! Um die Tür bei Schattenlord Archol zu öffnen, musste ich Ander auch nochmal verprügeln. Er hat mich einfach nicht an die Tür gelassen. Ja, und dann galt es, die komische Gerätschaft des Schlüsselmeisters zu überwinden. Ja, ich freue mich, wo... Hier, nimm das. Da hast du, nimm. Hilf mir! Mann! Ander! Schlag doch zurück! Ja, und dieser Raum war ein großes Problem. Ich musste die Suchenden rauslocken oder Ander wurde zufällig von einem Feuersturm getroffen und ist dann auch aggro geworden und hat die Suchenden umgehauen. Den ganzen Raum zu machen hat ewig gedauert. Ja, und das sind die Momente, wo man sich dann fragt, was mache ich hier überhaupt? Ah, ist
zwei Stunden später. Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Aus dem Wegglatzkopf. Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Ach so, noch so ein Lappen, der Stress sucht. Irgendwann habe ich dann eine Methode gefunden, den Schwarzmagier zu verletzen. Ja, gib's ihm! Das war ein gutes Gefühl. Kadosh MM Kadar, öffne dich. Moment, wer hat das gesagt? Ich, du Lappen, Herr Pepe. Ich verstecke mich gerade hinter der Säule. Da bin ich ja beruhigt. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Oh, du Drachengesicht. Laber kein Mist hier. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Genug der Worte. Ich hab Angar dabei und er macht jetzt Hackfleisch aus dir. Du bist doch nicht bereit, mich zu besiegen. Eben. Aber wie gesagt, ich hab hier Angar dabei. Na sowas aber auch. Ich hab's geschafft. Nee, Kumpel, Angar hat's geschafft. Und Biff. Du hast... Ja? Naja, du warst dabei. Aber dabei sein ist alles, oder? Ja, diesmal offensichtlich schon. Was soll das heißen? Geralt, Ruhe jetzt. Lass mich abmoderieren. Ja, und das war der Gothic 2 Naked Run. Ich muss sagen, dieser Run war, glaube ich, der anstrengendste bisher. Der Gothic 2 Fist-Only-Run war auch anstrengend, aber da konnte ich ja zumindest eine Rüstung tragen und auch so eine Drachenattacke überleben. Hier war es oft so, dass ich ganz schnell verreckt bin und ziemlich oft neu laden musste und das kann zuweilen ganz schön frustrierend sein. Steh doch nächstes Mal einfach besser. Guter Tipp. Ja, auch wenn es stellenweise anstrengend war, hatte ich aber auch sehr viel Spaß. Und das Ganze als Geralt zu machen war auch wieder sehr witzig, denn ich wusste, ich kann mich hier im Schnitt übelst austoben. Für diesen Run habe ich ca. 12 Stunden gebraucht. Gerade im Minental ging viel Zeit dafür drauf, mit Biff von A nach B zu laufen. Hier und da musste man ja einige Passagen auch immer öfter machen und die ganzen Kämpfe wiederholen. Da geht die Zeit natürlich schnell vorbei. Alles in allem war es aber trotzdem eine lustige Erfahrung. Nur bedingt, wenn ihr das nachmachen wollt, dann bringt viel Geduld mit. Ja, und ansonsten gilt es für mich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback. Darf ich auch nochmal was sagen? Klar. Ich hatte auch viel Spaß und ich gehe jetzt nochmal zu meinem Kumpel Angar. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Jo, du hast den Feind besiegt. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Und was willst du jetzt machen? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens müde. Angar hier. Das war's mit der Vorstellung.
Aber hier an der Seite gibt's noch mehr. Guck da gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal.